Nun muss ich sagen, wenn Zeitzeugen gefragt werden, ich glaube nicht so sehr, dass sie wissen, was sie gedacht haben und auch oft nicht, was sie getan haben. Ich habe als einer der wenigen meine Akte gefunden und ich habe gemerkt, wie sehr ich mich geirrt habe. Also in Erinnerung, man weiß eher, was man nachher darüber gedacht und auch gesagt hat, das Ursprüngliche ist oft verloren gegangen. Also ich kann es nicht so sagen, ich kann nur sagen, ich wollte kein Soldat sein. Und warum wollten Sie kein Soldat sein? Also das hat natürlich mit meinem Schicksal zu tun, mit meinem strengen Vater, mit meiner lieben Mutter, die dann verstorben ist und wo ich dann nach ihrem Tod an zu rebellieren fing. Ich bin nicht in die Hitlerjugend reingegangen. Ich habe einfach Befehl und Gehorsam nicht mehr ertragen können.